Für meinen heutigen Studiogast, Caroline Schütz, beginnt jetzt die Hochsaison. Wenn am Feldberg Skifahrer und Wanderer unterwegs sind und verunglücken, dann wird die junge Ärztin aus Freiburg gerufen, denn sie gehört zum ehrenamtlichen Team der Bergwacht Schwarzwald. Caroline Schütz ist superfit, eine exzellente Skifahrerin und sie hat ziemlich gute Nerven. Wenn sie zum Noteinsatz gerufen wird, geht es oft um Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können. Spürst du das? Tut es weh? Ja, also hier nur rechts. Sitzbein? Gut, kräftig drücken. Schnell muss sie Entscheidungen treffen, dabei Wind- und Wetterverhältnisse berücksichtigen. Ein verantwortungsvoller Job, für den die junge Ärztin, die gerade an der Uniklinik Freiburg ihren Doktor macht, viel Zeit aufbringt. Und jetzt ist sie bei uns. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Normalerweise haben Sie doch oft so einen Piepser dabei, gerade eben auch. Mhm. Nee, im Moment gerade nicht. Ich bin einfach zu weit weg. Der würde Sie gar nicht erreichen, der Notrufpieps? Ja, genau. Also das ist einerseits sendet der nicht so weit, also ich könnte das hier gar nicht empfangen. Und auf der anderen Seite würde ich auch viel zu lange brauchen von hier, bis ich dann im Ort wäre. Wenn Sie nicht an der Uniklinik sind, haben Sie den aber fast immer dabei. Das heißt, Sie sind allzeit bereit. Ja, genau. Also wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann steckt der immer in der Hosentasche. Jetzt gab es ja schon mal, glaube ich, einen Wintereinbruch, auch mit ein bisschen Schnee am Feldberg. Da waren schon die ersten vielleicht Tourengeher unterwegs. Gab es schon einen Einsatz, wo Sie ausrücken mussten? Also bei uns persönlich war es noch relativ ruhig. Die Bergwacht am Feldberg, die hatte schon den einen oder anderen kleineren Einsatz. Mich persönlich hat es jetzt noch nicht betroffen. Es ging schon in relativ jungen Jahren bei Ihnen los, dass Sie gesagt haben, ich will zur Bergwacht. Warum denn damals? Ich glaube, Sie waren noch ein Teenager, ne? 14 Jahre oder so. Ja, genau. Also mit 14 habe ich angefangen, mit dem Skikurs zu geben. Und da hat man natürlich zwangsläufig ab und zu mit der Bergwacht zu tun. Und dann wird man natürlich neugierig und versucht zu erfahren, was die da eigentlich machen. Und dann haben sie mich eingeladen, in Tottenau Berg mal an einem Übungsabend teilzunehmen. Und dann fand ich das so toll, dass ich gedacht habe, ach, da muss ich mitmachen. Was ist denn daran so toll? Naja, also es ist einerseits natürlich die Notfallmedizin im Gelände, die mich jetzt persönlich total interessiert. Dann ist es die Technik, es ist natürlich auch die Kameradschaft. Also man hat da einfach auch total viele Freunde gefunden. Das ist einfach so ein Gesamtpaket, was passt. Was waren dann zuerst? Ich will Ärztin werden oder ich will zur Bergwacht? Ganz klar zuerst die Bergwacht. Also ich kam erst zur Bergwacht und habe dann da über die Notfallmedizin fand ich den Beruf Ärztin so toll, dass ich mich entschieden habe, auch das muss ich unbedingt machen. Ganz wichtig ist aber auch, Sie haben es angesprochen, die Teamarbeit und dass Sie sich im Team blind aufeinander verlassen können. Wie wird denn so eine Gruppe zusammengestellt zwischen Greenhorns, erfahrene Leute? Wie groß ist so ein Team? Wie kann man sich das vorstellen? Also grundsätzlich mal ist bei uns jeder im Team sozusagen gleichberechtigt, der fertig ist mit seiner Bergwachtausbildung. Wir gucken schon, dass wir unsere Dienstmannschaften so ein bisschen zusammenstellen, dass mal ein bisschen älterer, erfahrener und jemand, der jünger ist, dabei ist. Aber prinzipiell sind da alle gleich bewertet und es können auch alle wirklich alles sehr gut dann. Ist das heute Ihr erster Auftritt im Fernsehen? Ja, live schon, ja. Live schon, ah ja. Da kommt sie nämlich auf folgenden Punkt. Es gibt eine große Reportage, die sich an ihrer Person auch festmacht. Die gibt es morgen um 16:30 Uhr, 16:30 Uhr in der ARD im Ersten zu sehen. Die Bergretterin. Und daraus wollen wir uns mal einen Fall anschauen, den man dort in der Reportage dann auch sieht. Und das ist jetzt keine gestellte Übung. Sie wissen noch nicht, was kommt. Nein. Ich kann es Ihnen schon sagen. Ich habe ihn mir schon angeguckt. Ja. Ein junger Mann verunglückt auf der Piste. Also das ist keiner, der irgendwie abseits gefahren ist, verboten und so weiter. Knallt anscheinend gegen ein Hinweisschild, ist schwer verletzt, Verdacht auf innere Verletzungen. Und dann geht's so los. Hallo, Caro. Was ist? Es gibt gleich Sauerstoff auf die Nase, gell? Dann wird's schon mal besser. Okay, wie stark? Sehr stark? Ja, auf der linken Seite. Jetzt können wir es festmachen. Caroline Schütz, da noch auf den Ski, jetzt bei uns im Studio. Was ist die besondere Herausforderung auch für die Notfallmedizinerin in der Kälte und bei Wetter und Schnee?
Ja, also da haben Sie es schon ganz richtig angesprochen. Gerade die Kälte ist für uns ein ganz großes Thema. Unsere Patienten sind verletzt, die können sich oft selber nicht mehr bewegen. Wenn man mal selber eine Minute lang im Schnee saß, dann merkt man schon, wie schnell das da sehr kalt wird. Also wir haben einfach mit anderen Problemen zu kämpfen als in der Klinik. Die Patienten kühlen uns total schnell aus. Da überlegt man sich schon dreimal, lege ich jetzt noch einen Zugang, gebe ich ein Schmerzmittel oder fahre ich lieber direkt zügig mit dem Patienten ins Tal. Sind Sie sich immer sofort sicher, was Sie machen müssen, wenn Sie an der Unfallstelle ankommen? Also Sie brauchen ja eine super schnelle Diagnose. Ja, also wir arbeiten da nach einem ganz normalen ABCDE-Schema, wie der Rettungsdienst auch. Und es ist natürlich nicht so, dass ich sofort hinkomme und dem Patienten die Diagnose an der Nase ablesen kann. Mhm. Man erstellt eine Verdachtsdiagnose, man hält auch Rücksprache mit seinem Team und fällt dann eine gemeinsame Entscheidung, was jetzt die Priorität ist. Es gab im letzten Jahr dramatische Vorkommnisse. Zwei große Lawinen sind abgegangen. Es gab auch zwei Todesfälle. Bei einem waren Sie dabei, und zwar hautnah dran. Mhm. Wie konnten Sie das verarbeiten? Sie konnten dann nicht mehr das Leben retten. Nee, also wir haben tatsächlich noch mit Reanimationsmaßnahmen angefangen, haben die dann aber noch vor Ort nach längerer Zeit dann abgebrochen. Mhm. Die Patientin hatte keine Atemhöhle. Es gab im Prinzip keine Chance für diese Patientin zu überleben. Verarbeiten ist immer so eine Sache. Das kann einen manchmal ganz schön mitnehmen, so ein Einsatz. Da ist man auch sehr auf sein Team angewiesen. Wir haben da eine sehr gute Struktur, dass wir untereinander auch so persönlich befreundet sind. Wir unterhalten uns über den Einsatz. Auch Wochen später noch spricht man noch mal drüber. Und man hat eigentlich immer dann im sozialen Umfeld jemanden, mit dem man dann auch drüber sprechen kann. Und das ist auch sehr wichtig. Kommen die Bilder wieder? Belastet Sie das bei der nächsten Arbeit jetzt in dieser Saison, wenn es dann jetzt losgeht? Also die Bilder kommen immer wieder. Die kann man nicht einfach unterdrücken. Die werden nie ganz weg sein. Es ist auch so, wenn man selber gerne auf Skitour geht, man macht sich dann schon dreimal nochmal Gedanken. Und wenn man dann hört, es kommt eine große Neuschneemenge oder Ähnliches, dann rechnet man wieder mit so einem Einsatz. Und dann sind natürlich die Alarmglocken schon auf Rot dann gestellt. Ich zähle mal zusammen. Also Medizinstudium, da gibt es ja gerade eben noch die Doktorarbeit, dann die Arbeit bei der Bergwacht. Was bleibt denn dann noch für Zeit für eine junge Frau frei? Freizeittechnisch. Ja, also man ist schon ein bisschen eingeschränkt durch die Arbeit bei der Bergwacht und natürlich auch durch die Arbeit in der Klinik, die mich jetzt sehr fordert. Das ist schon klar, da wird die Bergwacht auch ein bisschen zurückstecken müssen. Das muss ich an dieser Stelle sagen, weil der Professor wahrscheinlich zuguckt. Verstehe. Nein, das ist völlig klar, dass die Klinik da jetzt an erster Stelle steht. Trotzdem versucht man, möglichst viel von seiner Freizeit eben für die Bergwacht auch zu opfern. Es ist aber nicht opfern in dem Sinne. Man hat da seine sozialen Kontakte. Es macht ja auch Spaß. Man macht Touren zusammen und gemeinsam. Also ja, aber so für so das übliche Freizeitgeschehen, da fehlt dann schon manchmal ein bisschen die Zeit. Noch mehr und wirklich sehr spannende und berührende Geschichten gibt es morgen eben 16.30 Uhr im Ersten. Die Bergärztin, Notfallrettung im Schwarzwald, die Reportage dann. Und später gibt es bei uns auf der Homepage noch den Hinweis, auch im SWR Fernsehen nochmal im Januar. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute weiterhin. Danke.